Die bayerische WM-Analyse aus dem Giesinger Bräu. Präsentiert von abendzeitung.de und diemannschaft.blog. Ansonsten vertraue ich auf den Birovka. Ich kenne ihn seit 2000 und der tickt immer 24 Stunden. Aber wie gesagt, der Druck ist da und auch für ihn mit dieser Doppelbelastung jetzt, um das vielleicht noch anzuführen, das ist nicht ohne. Und weil er einen Fußballlehrer macht, parallel. Jens, wie ist sowas? Fußballlehrer parallel und eine Mannschaft trainieren, kann man sich das überhaupt vorstellen? Ich habe es Gott sei Dank nicht gehabt. Ich habe einen Fußballlehrer gemacht und habe erst dann die Mannschaft übernommen. Also beides gleichzeitig finde ich eine enorme Belastung, wenn man eine ganze Woche nicht da ist. Die Mannschaft muss trotzdem trainieren, die muss am Wochenende fit sein. Du hast selber nie eine Möglichkeit, auch mal auszuspannen. Es gibt ja dann kein Wochenende, wo du dann zu Hause bist. Der Fußballlehrer muss ja auch zusätzlich zu Hause noch was machen. Also die Belastung wird schon enorm. Und jetzt ist natürlich Köln und München auch nicht nebenan. Da geht es ja dann auch noch, dass du auch noch Reisestrapazen hast. Also das wird spannend sein, wie die Mannschaft darauf reagiert. Da musst du gute Charaktere haben, denn unter der Woche wirst du vom Co-Trainer trainiert. Am Wochenende sagt dir der Cheftrainer dann wieder, wo es lang geht. Und das ist schon eine schwierige Situation. Die man vor allem moderieren muss dann auch. Genau. Mhm. Ja, du bist auch ständig unter der Woche am Telefon, telefonierst auch mit deinem Co-Trainer, was machen die, was ist. Du trainierst mit dem Geschäftsführer, wenn es auch noch um Transfers geht. Also das ist schon eine Aufgabe, die er vor sich hat jetzt.